Tag in Meran unter dem Motto "Irz lautstark nach Unabhängigkeit" gerufen. Nicht nur Eva Klotz hat fest die Werbetrommel gerührt, auch alle anderen Parteien haben gezwungenermaßen mitgespielt. Los von Rom, das ist mittlerweile bedingt durch die wirtschaftliche und politische Lage in Italien das Wahlkampfthema in Südtirol geworden. Landeshauptmann Luis Durnwalder will jetzt wissenschaftlich untersuchen lassen, was die Autonomie gebracht hat. Und die Bewegung Südtiroler Freiheit hat heute den letzten Teil ihrer Studie zur Selbstbestimmung vorgestellt. Tausende Menschen mit weiß-roten Fahnen säumten am Samstag den Sandplatz in Meran. Unter dem Motto "Jetzt" wurde der Ruf nach mehr Freiheit und Unabhängigkeit laut. Selbstverständlich war auch die Bewegung rund um Eva Klotz und Sven Knoll in der Kurstadt vertreten. In den Augen der Südtiroler Freiheit ist Selbstbestimmung theoretisch möglich. Selbstbestimmung ist primär ein faktisches und nicht ein rechtliches Phänomen, denn es gab keine rechtliche Grundlage für die Wiedervereinigung Deutschlands oder den Fall der Sowjetunion. All das ist Realität geworden und wer glaubt, dass eine Selbstbestimmung für Südtirol rechtlich nicht möglich sei, der hat eben die letzten 20 Jahre geschlafen. Für eine Eintragung des Selbstbestimmungsrechts in der EU sammelt die Südtiroler Freiheit Unterschriften. Damit unterstützt die Partei Gruppierungen in Europa, die sich für die Festlegung des Selbstbestimmungsrechts in der EU einsetzen. Das alles wird jetzt durch Verhandlungen in Gang kommen mit Schottland, mit Katalonien. Wir Südtiroler sitzen im Zug dahin. Wir brauchen es nicht selber durchzuexerzieren. Wir haben die einzigartige Chance, dass wir uns hoffentlich auf das berufen können, was die Schotten und was die Katalanen erreichen. Nach einer Selbstbestimmung stünden drei mögliche Modelle im Raum. Bei Italien bleiben, Freistaat oder Vereinigung mit Österreich. Was bei einer Abspaltung von Italien mit der italienischsprachigen Bevölkerung in Südtirol passieren soll, da hat die Südtiroler Freiheit auch schon Ideen. Die Italiener müssten dann beispielsweise bei einer Wiedervereinigung dieselben Rechte besitzen, die wir Südtiroler heute haben. Und wenn man uns Südtirolern heute zumuten kann, mit dieser Autonomie in Italien zu leben, dann kann man es den Italienern morgen auch zumuten, vielleicht mit einer noch weitreichenderen Autonomie nicht mehr bei Italien zu wollen. Auch wenn so gut wie alles in der Schwebe hängt. Für die Südtiroler Freiheit ist eines klar. Die Entscheidung für eine Selbstbestimmung muss beim Volk liegen. Denn das Volk und die Nation sind die Basiselemente der Selbstbestimmung. So steht es auch in der Studie, die in der Uni Innsbruck ausgearbeitet wurde. Studio begrüße ich nun zu diesem Thema Herrn Universitätsprofessor Peter Hilpold von der Uni Innsbruck. Schönen guten Abend, Herr Professor. Guten Abend. Herr Hilpold, Sie sind der Autor dieser Studie, die die Südtiroler Freiheit in Auftrag gegeben hat. Sie sind Experte in Völker- und Europarecht. Und die Südtiroler Freiheit hat diese Studie so scheibchenweise präsentiert. Man hat fast den Eindruck, sie pickt immer das heraus, was gerade angenehm ist. Stimmt das so? Ich glaube, das ist eine sehr komplexe Thematik. Die Selbstbestimmungsdiskussion wird international sehr intensiv geführt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass auf politischer Ebene natürlich die Tendenz besteht, bestimmte Aspekte herauszunehmen, die gerade für eine bestimmte politische Position dann nützlich sind. Aber wie sieht es denn nun konkret aus? Hätte Südtirol das Recht auf Sezession? Nein, das kann man also wirklich ganz dezidiert sagen, dass Südtirol ein Recht auf Lostrennung, auf Sezession nicht zusteht. Warum denn nicht? Weil im Völkerrecht ein solcher Anspruch nur Ländern in kolonialer Abhängigkeit und Völkern, die unter gewaltsamer Fremdherrschaft stehen, zugesprochen wird. Man muss sich das auch so vorstellen, das Völkerrecht wird ja von den Staaten geschaffen. Und die Staatengemeinschaft hat keinerlei Interesse, den Völkern, den einzelnen ethnischen Gruppierungen einen Sezessionsanspruch zuzuerkennen. Denn wie es so heißt, die Staatengemeinschaft ist kein Selbstmörderclub. Was sind dann aber solche Veranstaltungen dann wie der Unabhängigkeitstag von vergangenen Wochenende in Meran oder dieser Ruf nach Selbstbestimmung oder auch der freiheitliche Wunsch nach Freistaat? Sind das dann alles so etwas wie utopistische Wahlkampftaktiken mancher Parteien? Ja, ich glaube, das Selbstbestimmungskonzept hat
viele Facetten, ist ein sehr breiter Begriff. Er umfasst ja nicht nur die externe Selbstbestimmung, sondern auch die innere Selbstbestimmung. Unter dem Gesichtspunkt können Sie eigentlich unter diesem Konzept dann sehr viele Gruppierungen wiederfinden. Also auch die Gruppierungen, wie es scheint auch die Mehrheit immer noch in Südtirol, die für die Aufrechterhaltung und Fortentwicklung der Autonomie sich einsetzt. Also kann auch die SVP von diesen Selbstbestimmungsdiskussionen profitieren mit Hinblick auf Vollautonomie? Ich glaube schon, denn gerade der Anspruch auf eine Ausweitung der Autonomie, Stärkung der Minderheitenrechte, all das lässt sich auch mit dem Selbstbestimmungsinstrumentarium begründen. Aber noch einmal zurückzukommen auf das Recht auf Selbstbestimmung oder auf Loslösung von einem staatlichen Gebilde. Was würde denn geschehen, wäre nun Südtirol wirklich ein eigenes Gebilde? Wäre es dann noch Teil der Europäischen Union? Was hätte das, welche Folgen? Ja, es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass ein solcher Neustart aus der Europäischen Union im ersten Moment herausfallen würde, also nicht mehr Teil der Europäischen Union wäre. Andererseits halte ich aber auch diese Drohszenarien nicht für realistisch, dass dieser Neustart dann auf Dauer oder auf längere Zeit nicht aufgenommen würde. Ich glaube, dass die Europäische Union selbst das größte Interesse hätte, einen solchen Neustart zu integrieren. Wir werden jetzt sehen, wie in Schottland die weitere Entwicklung verläuft. Aber ganz grundsätzlich, ich denke, wir sollten diese Frage nicht auf die Europäische Union abschieben. In der Politik gibt es eine Tendenz, alle unangenehmen Themen der Europäischen Union zu überantworten, sie auch für alles verantwortlich zu machen. Ich glaube, diese Frage kann in Italien bzw. in Südtirol selbst unmittelbar angegangen werden. Aber Fakt ist, als Abschluss kann ich zusammenfassen, Recht auf Sezession hat Südtirol nicht. Also alles, was damit beworben wird, ist nicht rechtlich fundiert. Das ist zutreffend. Also ich glaube, das sollte man auch ganz klar sagen, dass es einen solchen Anspruch auf völkerrechtlicher Ebene nicht gibt. Wunderbar. Ich bedanke mich, Herr Professor Hilbold, für das Kommen zu uns ins Studio und für diese Darlegungen. Gerne. Vielen Dank. Gerne. Und wir fahren hiermit weiter mit den Meldungen von heute, kurz gefasst in der Übersicht.